Besser ist eigentlich dafür 6x10. Nehmen wir 6x10. 6x10 liegt hier vorne. Ja, ich würde sagen, wir nehmen 6x10. Ja. Ja, gut überzeugt. Pass auf. Ja. So, guck mal, der ist jetzt 5 Meter lang. Den können wir jetzt hier auch abschneiden. 5 Meter? Ja. Sieht gar nicht so lang aus. Nee. Den schneiden wir jetzt ab auf 3,50 Meter, 10, 12, 15, 4 Meter. 4 Meter. Würde ich sagen, ja. Krass. Was machst du dann mit dem restlichen Meter? Können wir auch noch verbauen. Okay. Ich würde den jetzt quasi ein bisschen schräg stellen. Wenn das nachher nicht genau 3,15 Meter sind, ist es so. Oder? Das lehnt sich aber weit aus dem Fenster. Mag sein. Das ist schlimm. Es gibt auch Körbe, die tiefer sind. Ja? Ja, für Kids und so, klar. Willst du einen tieferen bauen? Nö. Wer soll den denn kriegen? Das ist eine gute Frage, da müssen wir uns noch überlegen. Aber eigentlich schon, sag mal, der ist ja... Also wenn 3 Meter ist auch gar nicht so viel. Das ist nicht schlimm, auf ein paar Zentimeter, das wird ja keiner... Okay. Pass auf, weil wir werden den... Du versuchst 3,5, aber wenn er ein bisschen niedriger ist, ist auch nicht so schlimm. Wir bauen den nämlich ein bisschen schräg. Wir bauen den schräg? Ja, das sieht cooler aus. Ein schräger Basketballkorb? Nee, einfach nur diese Stange werden wir ein bisschen schräg machen. Und dann machen wir oben ein Holz, was nach vorne geht, damit wir bündig vorne sind. Mhm. Solange der Ring gerade ist. Der ist nachher. Wenn es so ein optisches Finesse top. Ist, dann der ist nachher vertraue ich dir voll und ganz. Pass auf, wir schneiden 4 Meter. Schneiden wir. So, einmal ein bisschen hinten durchschieben. Perfekt, Säge anschmeißen und dann absägen. Genau. Jetzt schneiden wir einen Winkel noch dran, dass der quasi oben und unten dann ein bisschen sich kippt nach hinten. Mhm. Quasi. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal 5 Grad. 5 Grad ist, denke ich, gut. Komm, machen wir 7, weil wir auf ungerade Zahlen stehen, oder? Dann machen wir 8. Das sind die Glückszahlen. Dann machen wir 8. Ja, komm. Machen wir 8 Grad. Más o menos. Da gehört, der Basketballkorb steht auf 8 Grad. Dann gab es auch wahrscheinlich noch nie. Nein, wahrscheinlich nicht. So, jetzt müssen wir den Balken aber hochkant nehmen. Ja. So, und jetzt schneidest du den, hältst du hier fest und schneidest einfach mal diesen Ast hier weg, weil das sieht ja blöd aus. Schneidest du einfach durch. So, und jetzt müssen wir die andere Seite genauso schneiden. Dass die BG sieht. So, den kannst du mitnehmen. Schon hoch. 8 Grad. Zum Glück haben wir heute keine 8 Grad. Boah, ne, zum Glück nicht, ey. Sommer in Deutschland. Damit stimmt. Du dir das jetzt vorstellen kannst, wie das jetzt wird. Dieser Balken wird quasi hier hingemacht. Ja. Und wie willst du es dann hinkriegen, wenn er so schräg ist, dass das gerade wird oder bleibt? Machst du dann das? Wir schrauben da oben noch ein Holz drauf. Ist ja quasi. Machen wir quasi hinten so ans Brett so ein. Ja, genau. Kleines Stück ran. Okay, okay. Wir machen den so dran. Und hier bauen wir noch einen hin, der quasi dann hält. Mhm. Verstanden. Hängen wir da oben den. Ist das hoch hier noch? Der ist ja 4 Meter. Was wir jetzt haben, oder 3,90 oder so. Ja, aber der Korb hängt ja nachher mit so einer Platte und so ein bisschen tiefer. Ja, müssen wir aber müssen wir schon ein bisschen kürzer machen, ne? Willst du ja nicht, dass oben rausguckt? Kann ja nicht rausgucken. Nee, da guckt nichts raus. Nee, na gut. Nee. Erstmal wieder Seitenschmögeln oder was? Ja, genau, das kannst du als erstes machen.
schrauben wir das Ding da dran. Damit wir mal sehen, wie das aussieht und wie das andere Holz werden muss. So, ich besorge Schrauben und dann schrauben wir das von unten erstmal da rein. Ja. So, und jetzt zeichnen wir uns das mal ein bisschen an. Werde ich das Holz festhalten und du schraubst das mit den Schrauben da rein. Den zwei KWM-Männern hier, oder was? Jawohl. So, geh ruhig ein bisschen mehr hier rein, dann triffst du was mehr Holz. Schraub einfach mal, gucken, was passiert. Jawohl. Und die nächste daneben quasi hier irgendwo. Perfekt. Boah, perfekt oder was? Perfekt. Perfekt. Damit das richtig hält, holen wir jetzt noch eine richtige Schraube. Endlich mal eine richtige Schraube jetzt. Wenn ihr ein Fertighaus haben wollt, einfach eine E-Mail schreiben. Ich mach das möglich. Ich finde KWM-Manier, ey. Eine Tellerkopfschraube. Tellerkopf! Damit schrauben wir die Häuser zusammen. Aha. Die wird halten. Das ist also die wahre Schraube. Das ist die wahre Schraube. Die machst du jetzt hier mittig zwischen den beiden Schrauben, machst du die rein. Die wahre Schraube. Tellerkopfschraube. Sind wir bereit? Mhm. Die wird irgendwo rauskommen, oder? Mach du mal. Also, ja, schraub mal weiter, mal gucken. Sicher, also, die ist extrem krumm. Die ist extrem schief. Setz nochmal neu an. Warte. Hoppa. Jetzt haben wir einen Finger verkacken hier. Jetzt mal rausholen, oder? Mhm. Ja, ja, ein bisschen gefährlich hier, was ich hier tue. Die Frage ist mal drücken. Ja. So, setz ein bisschen weiter oben jetzt an. Oder gehst was. Weil, retten, das ist ja verkackt jetzt. Nee, alles gut. Geh ein bisschen weiter hoch. Ja. Und dann guckst du einfach, dass du ein bisschen Neigung so hast quasi. Nach unten? Ja, nee, nach oben. Dass du quasi so mit der Neigung von dem Pfosten dann da reinschraubst. Ja, okay. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, das musst du vielleicht mal machen. Jetzt ist der Ding dahin. Wir kriegen alles gerettet. So. Wunderbar. So kurz über Kopf, so macht der Profi. Wisst ihr Bescheid. Ist das cool, oder ist das cool? Ja, ist ja jetzt auch, wenn wir mal ein krummes Ding ausgepackt hier. Die Leute wundern sich, aber pass mal auf das Endprodukt. Ja. Pass mal auf. So, jetzt besorgen wir ein Holz, was wir quasi hier hinten dran stellen. Ja, so 2,30 Meter oder so würde ich das lang machen. Der hat einen guten Umfang, ein gutes Volumen. Mhm. Guten Geruch, gutes Gefühl, alles gut. So, pass auf. Pass auf, Junge. Pass auf, pass auf. Jetzt entsteht hier Magie. Jetzt? This is where the magic happens. Aufgepasst. Aufgepasst, so. Da kommt sogar das Spionageflugzeug. Sowieso, das fliegt hier jeden Tag. We'll be right back.